Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich muss euch zeigen, seht ihr da hinten? Wir mal wieder in dem alten, bekannten Bumsbus mit Phil und Paula und meiner Freundin hier zur Seite unterwegs. Wir holen Auto ab. Ihr habt das letzte Woche schon gesehen. Wir haben uns da ja diesen Käfer angeguckt und wahrscheinlich holen wir den jetzt ab. Wir sind unterwegs. Bis früh am Morgen, könnte man behaupten. Ne? Wie spät ist es denn, Phil? Viertel vor elf. Okay. Ja gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir verladen jetzt erstmal und so. Vielleicht. Und dann vielleicht. Ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Aber erstmal jetzt Musik ab hier und dann bis gleich. Ne? Hier an der Halle. Der Käfer ist gelandet quasi. Wir fangen jetzt an und machen eine kleine Bestandsaufnahme. Räumen die ganzen Sachen da drin aus und so. Nelly, magst du mal die Haube vorne aufmachen? Musst du im Handschuhfach reingreifen. Im Handschuhfach und dann ist da so ein kleiner Hebel. Ja, der verriegelt auch, glaube ich. Guck, Leute, hier ist eine Kiste drin. Reserverad. Wir räumen das jetzt hier erstmal alles ein bisschen aus. Guck mal, die Elektrik hier oben sieht auch noch, ja, vorhanden aus, sag ich einfach mal, ne? Allgemein. Hier, das habe ich nun vorher echt leider nicht gesehen. Also, falls einer eine Haube in Maß rot hat, ne? Würde ich nicht nein sagen. Ansonsten reparieren wir das hier, weil, ja, das ist natürlich schon ein bisschen fortgeschritten, ne? Ja, da ist sie definitiv durch. Wir gucken jetzt mal ein bisschen durch, Leute, bis gleich. Wir haben einmal alles ausgeräumt und gemacht und getan. Und jetzt guck mal hier rein. Da hat sich schon mal einer richtig Mühe gegeben, das alles frisch angemalt. Und das ist 15 Jahre her hier, ne? Und wenn das so nach 15 Jahren aussieht, hat der das schon ordentlich gemacht, finde ich. Also die Schweller, die sind hier auf jeden Fall schon mal neu reingekommen, beide Seiten. Guck mal hier. Na, und dann hier, Bodengruppe ist noch eine neue dabei, weil diese Bodengruppe hier halt da vorne geschweißt werden sollte. Und da hatte der Vorbesitzer keinen Bock drauf und hat gesagt, pass auf, ich kaufe eine neue Bodengruppe und die haben wir jetzt mitgekauft. Ja, guck mal hier, da die Ecken und sowas. Das ist alles schon mal gemacht worden und auch gar nicht schlecht. Ja, guck mal hier hinten, alles toll. Da alles schön konserviert und gemacht und getan, ne? Hier hinten sieht man, da sieht man auch hier schon mal neu reingekommen. Das untere Stück vom Seitenteil. Hier schimmelt der Spachtel auch. Da muss man bei so, ne? Aber es macht alles einen recht soliden Eindruck. Hier Kotflügel blüht natürlich auch ordentlich. Oh, großer Placken. Aber es ist nicht durch das Ding jetzt, ne? Und selbst wenn, an so einem Kotflügel soll es ja auch nicht scheitern, ne? Ja, Leute. Und ansonsten... Motor hängt drin, der soll auch gelaufen haben, bis er hier quasi abgestellt wurde. Das ganze Häuschen ist noch nackt, also noch lose auf der Bodengruppe. Phil sagt, man kann ordentlich lenken. Ja, also wir können jetzt als nächstes quasi das Häuschen abheben von der Bodengruppe und loslegen, die letzten Schweißarbeiten fertig zu machen, damit hier Nelly auch schnellstmöglich damit fahren kann, ne? Hier sind die ganzen Teile in Einzelteilen, neue Endspitzen noch dabei, die soll er auf jeden Fall reinkriegen. Hier Rücksitzbank, der Sitz ist schlecht, muss man hier ganz
ganz klar sagen. Also falls einer noch so einen Fahrersitz hat, in diesem Stoff, meldet euch gerne. Weil so Beifahrersitz, wenn man den einmal durchwienert und so, den können wir bestimmt hernehmen. Eigentlich brauchen wir nur den Fahrersitz. Aber ganz piano, wir legen jetzt los. Wir räumen hier den ganzen Scheiß nochmal weg. Und dann geht's hier auch schon in diesem Video richtig los mit dem Käfer, ne? Leute, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ihr habt alle Bock, ne? Okay. So, Leute. Weiter soll's gehen hier an dem schönen roten Käfer. Wir haben auch tatsächlich schon ein bisschen angefangen, aber gar nicht groß. Und zwar haben wir hier noch ein zweites Regal schön aufgebaut. Da hat Nelly jetzt ihren ganzen Kram drin. Also hier sind einmal alle Käferteile dabei, die so dabei sind. Teppich, guck mal hier unten, irgendwelche Scheinwerfer und hast du nicht gesehen. Das haben wir also einmal alles aus dem Weg geräumt, dass die ganzen Teile uns nicht ja, nerven und sowas. Da oben steht noch der Tank, da haben wir schon mal reingeguckt, der sieht ganz brauchbar aus. Auch ansonsten ging es hier am Käfer schon ein bisschen los. Nelly hat hier vorne angefangen, hat schön die Kotflügel einmal abgebaut. Da kann man jetzt mal sehen, hier hat er schon mal, da sieht man schön die Naht, ein neues Blech reingesetzt. Ist hier rüber gegangen, hier runter und dann hier einmal bis nach vorne durch. Da ist schon mal neues Blech reingekommen, aber hat er wirklich alles schön gemacht. Die ganzen Kotflügel-Schraubkanten hier sehen echt alle gut aus, keine Gewinde rausgerissen und sowas. Bisher hat sich der ganze Kauf als sehr positiv entpuppt. Auch hier die Dreiecksfenster einmal alle gangbar gemacht auf der anderen Seite, dass man das aufkriegt. Hier drin ja klar alles einmal ausgeräumt, habt ihr ja schon gesehen. Das Ding hat noch eine Überraschung, aber das zeigen wir euch jetzt nicht. Wir legen jetzt erstmal los, die hinteren Kotflügel noch ab und dann wollen wir beide gleich den Motor ausbauen, dass wir den hier auf die Werkbank kriegen und anfangen können zu zerlegen und sowas. Weil, guckt euch mal das Aggregat an hier. Das Ding soll auf jeden Fall hier einmal ein bisschen frische Farbe überall raufkriegen, ne? Dass der im frischen Glanz erstrahlt. Also fangen wir jetzt an, dass das Ding gleich rauskommt, ne? Bis gleich. Guck mal, wir haben den Käfer schon rausgerollt. Alles abgeschraubt, der Motor hängt ganz lose da drin jetzt. Alle Schrauben gehen butterweich auf, wie man es will. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt schon mal vorbereitet hier ein paar Räder. Sind gerade ein paar Mann da. Wir wollen das Häuschen einmal runterheben. Das ist einfacher, den Motor dann rauszunehmen und so. Das machen wir jetzt einmal. Attacke. Und so schnell geht's. Jetzt steht das Häuschen da einzeln. Hier haben wir die Bodengruppe. Und ja, ist gut windig, aber müsst ihr einmal durch. Guck mal, hier ist gut Rott, das Ding, ne? Also, da müssen wir sehen, müssen wir sehen. Aber wir wollen jetzt den Motor runterzuppeln und das machen wir jetzt. So, Leute, wir haben jetzt hier, guck mal, den ganzen Motor ein bisschen abgerüstet, Gebläsekasten und den ganzen Quatsch runter. Jetzt sind wir schon soweit, unsere Testglocke dran und wir wollen jetzt mal starten. Willst du filmen hier, Manelli? Okay, ich gebe Zunder auf. Das Kabel ist gut warm hier. Mal kurz chillen. Nee, ne? Aber der kommt gleich, ne? Jetzt hat das Ding hier Sprit und alles. Normal müsste man jetzt einfach... Muss man ein schöner Schutz... Da. Hier immer wichtig, ne, dass der hier nicht hier in die Hand ballert. Eigentlich müsste er jetzt... Wir machen jetzt noch alles schön und sauber, aber Leute, er läuft schon mal. Bis gleich. Weiter geht's am Käfer. Ich bin drin am Bus dran, aber hier soll natürlich auch kein Stillstand passieren. So. Also hat Nelly sich kurzerhand dran gemacht und hat gerade schon mal die Vorderachse ausgebaut, die wir auf jeden Fall brauchen, dass wir hier die Tragarme noch ausbauen können und so. Aber uns geht das jetzt erstmal darum, jetzt als nächstes das Getriebe hinten, also die Hinterachse quasi auszubauen, dass wir die Bodengruppe nehmen können und beiseite stellen können, weil eine Bodengruppe ist ja neu da. Guck mal, hier, da hat auch schon mal einer einen zweiten Boden rein. Eingeschweißt irgendwie. Also die Bodengruppe hier, die ist es nicht mehr, ne? Beim Auseinanderschrauben ist hier vorne der neue Rahmenkopf, der da angebraten wurde. Naja, den nehmen wir nochmal ab, dann kann man den immer nochmal verkaufen, so. Leute, also, ne? Wir geben hier kein Gas, also nur Nelly gibt da Gas und dann sehen wir uns hier gleich wieder, ne? Guckt euch die Scheiße mal an hier. Bodengruppe komplett zerruppt, könnte man sagen. Getriebe draußen und sowas. Nelly war ordentlich fleißig. Da steht jetzt die Hinterachse komplett. Hinten die Vorderachse. Also, es läuft. Ja. Ja, und wir sollen jetzt einmal schnell los, rein in Golf und hoch die zweite Bodengruppe ab, die es dabei gab quasi. Genau, bis gleich. Leute, wieder zurück von unserer Reise. Guck mal, jetzt hier mit Bodengruppe am Start. Da ist sogar noch der originale Rahmenkopf dabei gewesen, den er damals abgeschnitten hat. Gar nicht so schlecht, aber na klar hat er hier, naja, er hat ihn ja nicht ohne Grund abgeschnitten. Aber bevor er jetzt den Schrott kam, dachte ich, nehme ich ihn lieber mit. Vielleicht, ne, kann man da ja irgendwas draus bauen. Einen schönen Halter oder sowas an die Werkbank, kannst die Vorderachse raufschrauben oder so. Ach, was weiß ich denn. Naja, wir haben jetzt hier auf
auf jeden Fall die zweite Bodengruppe dabei. Und das Ding, ne, ist natürlich frei von Rost hier. Das ist total kernig, muss man sagen. Da ist gar nichts mit. Wenn man hier überall so unterguckt, unter dieses, ja, unter diese Karosseriedichtung, ja, das ist top, ne? Guck mal, hier die Bremsleitung, Alter. Die ist ja auch noch 1A. Ja, von daher total geil. Jetzt können wir uns darum kümmern, die einmal fertig zu machen. Schön schwarz zu pinseln alles. Und dann hier die Achsen von der anderen Bodengruppe. Von dieser hier. Schön die Achsen an diese Bodengruppe ran. Ich kläre das alles mit dem TÜV-Prüfer ab, wie das wird hier mit umtragen und so. Aber erstmal räumen wir das Ding rein und dann ist hier Feierabend für heute. Weiter geht's hier am Käfer. Wir haben die Vorderachse jetzt hier schön uns auf Arbeitshöhe gelegt und fangen jetzt an und bauen alles auseinander hier. Spurstangen weg. Ja, halt einmal alles ab, was so ab muss, weil die Achse selber ist noch ziemlich gut im Zustand. Nicht durchgegammelt oder so. Das machen wir natürlich auch einmal schon schön. Eigentlich soll dann klar auch eine verstellbare Vorderachse kriegen. Aber wir brauchen jetzt halt die Tragarme, dass wir uns die schön sauber machen. Einmal die Traggelenke hier neu einpressen wahrscheinlich und so. Ja, auf diesem Wege will ich auch einmal nachfragen, ob nicht irgendjemand Bock hat, dieses Käferprojekt hier zu sponsern. Unseren Mexikaner, das ist einer der ersten Mexikaner in Mars Rot, die je gebaut wurden. Und wir haben schon Bock, das einmal ein bisschen vernünftig zu machen. An Teilen ist alles da. Es geht hier wirklich nur um so Verschleißteile wie neue Bremsschläuche, neue Spurstandköpfe und sonst irgendwas. Falls einer einen Tipp hat, wo ihr sagt, das ist eigentlich euer Käfershop, da könnt ihr mitmachen. Oder hier meldet sich direkt irgendein Käferladen, der sagt, Junge, feiern wir, was du da machst. Das wollen wir gerne supporten. Ich bin gerne bereit, jetzt hier mal den ersten Werbedeal einzugehen. Also meldet euch gerne, falls da was ist. Ansonsten schreibe ich selber mal rum und frag mal nach. Aber naja, wir legen erstmal los, Leute. Die Achse wird zerlegt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, guck mal hier. Die Vorderachse komplett zerlegt. Alles schön. Da liegen die ganzen Einzelteile. Schon irre, wie viel Kleinkram das auf einmal ist, wenn das alles zerlegt ist. Wir müssen jetzt eigentlich noch einmal an der Hinterachse bei und schon mal Öl rauslassen oder so ein Scheiß. Hier Werkbank alles wieder aufräumen und so. Wir haben gut was geschafft. Ja, und jetzt hier drüben ist Nelly na klar wieder fleißig bei. Hat sie sich nicht lumpen lassen und so, ne? Und nimmt hier diese ganzen Bitummatte schon runter. Die erste Hälfte ist hier, ja, ich will nicht sagen geschafft, aber das ganze vordere Stück ist hier schon mal geschafft. Total geil. Hier der Tunnel schon ein bisschen was ab und so. Jetzt, ja, sie ist weiter dran hier, ne? Ich werde mir auch nochmal einen Schraubendreher krallen und hier weiter mitmachen. Oder ich fange schon an und zerleg die Hinterachse. Bis gleich. So, Leute. Guck mal hier, jetzt hängt da auch das Getriebe und kann richtig schön da unten rein auskleckern. Ich habe hier ein bisschen die Achsrohre mit hochgepackt, dass das ja alles da schön auslaufen kann. Das macht das jetzt. Auch ansonsten hier vorne die Ankerbleche noch zerlegt und sowas. Ja, am liebsten würde ich das jetzt alles zum Strahlen hier einmal geben mit der Vorderachse und sowas. Weil bis du das da alles geschliffen hast, das sind ja Stunden über Stunden. Ja, und hier war Nelly klar auch richtig fleißig dran. Guck mal, vom Tunnel alles runter schon und so. Sie hat richtig Bock gehabt, hier zu kratzen. Jetzt noch die andere Seite. Aber nicht mehr heute. Wir fahren nach Hause. Bis gleich. So, Leute, guck mal hier hin. Da ist na klar viel passiert. Die Bodengruppe ist komplett befreit mittlerweile von dem Bitumen-Scheiß. Eine Drecksarbeit sondergleichen. Das meiste davon hat Nelly selber gemacht. Richtig geil. Guck mal, wie geil diese Bodengruppe vom Zustand ist und so. Auf der anderen Seite, von unten, haben wir auch schon ordentlich Gas gegeben. Aber das seht ihr nachher nächste Woche im nächsten Video, was wir da so gemacht haben. Da gibt es dann allgemein einiges zu sehen. Auch, ja, was weiß ich immer noch gar nicht, weil ist ja noch nicht gefilmt, das Video. Hier ist auf jeden Fall klarer Fall. Die ganzen Sachen sind zum Strahlen vorbereitet. Ich habe einen Kumpel, der bietet jetzt so Strahltechnik an. Der macht schon lange Fassadenstrahlen und sowas. Und hat sich jetzt auch noch eine kleine Halle ready gemacht, in der er auch strahlen kann. Und ich werde ihm mal einen Schwung vorbeibringen. Mal auschecken, wie gut er das macht, so, ne? Weil sich da jetzt hinstellen und mit der Drahtbürste und so, es muss ja nicht sein. Da gebe ich das lieber einmal ab. Also das auch alles fertig. Jetzt haben wir hier klar noch das Getriebe stehen. Da müssen wir jetzt einen Dichtsatz besorgen. Die Achsrohre selber geben wir nicht mit zum Strahlen. Das machen wir so mit der Drahtbürste. Damit ist ja nichts los, so, ne? Man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Ansonsten, Leute, ist doch geil, dass der Motor läuft. Das Ding wurde auch schon ordentlich bisschen gecleant hier überall. Klar, noch nicht ganz fertig, aber es sind zu viele Fässer auf einmal, ne? Deswegen den Motor brauchen wir jetzt noch nicht. Am wichtigsten ist jetzt, dass es an der Bodengruppe weitergeht. Jasko ist unterwegs, deswegen konnten wir uns ein bisschen auf seiner Seite hier breit machen. Wir sind hart dran, dass wir das hier, ja, in der Zeit, wo er weg ist, fertig machen können. Das wäre na klar richtig geil. Guck mal, hier nebenbei ist Phil fleißig dran und macht seinen Einser-Golf noch ready. Das ist so sein Baby und er hat hier einfach ein Problem. Ich glaube, es ist Spritzufuhr oder so. Wir werden, wenn ihr wollt, im nächsten Video da ein bisschen drüber berichten, was es war, was es ist. Vielleicht könnt ihr ja auch weiterhelfen. Hier hängen immer noch ein paar Relikte von der Party rum. Naja, Leute,
Leute, wichtig ist klar nämlich, dass wir die Bodengruppe hier fertig kriegen, dass die in schwarz gehüllt ist. Das wird definitiv nächste Woche zu sehen sein im Video. Weil der Käfer muss rein. Der steht jetzt hier tagelang draußen im Regen. Oh, guck mal hier, da habe ich meine kreative Ader ausgelebt. Einmal in zwei geteilt. Und das Ding, Alter, das muss trocken stehen. Wir haben da noch 3-4 Ecken dran zu schweißen. Das wollen wir am liebsten auch noch schaffen in der nächsten Zeit, wo Jasko weg ist, da drüben. Dass, wenn er wiederkommt, der Käfer vielleicht auf seiner neuen Bodengruppe steht und rollt. Ist aber in 2 Wochen ein sehr strammer Plan. Und nebenbei will ich auch am Bus noch was schaffen. Der Alltagsbombe hat kurz einen Ölwechsel gekriegt. Wir machen Feierabend, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Was sagt ihr zum Käfer? Kommentiert mal, wie ihr das Ding findet. Ob ihr heiß drauf seid, was wir aus dem Projekt machen. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen erstmal.